Hey, ja. Willkommen zurück zu Eternal Poison. Zum nächsten Kampf. Beim letzten Mal haben wir uns entschieden, von der Dunkelheit von Purgatory nach Sanctuary zu wechseln und haben dort einen Kampf gehabt, ohne Bosskampf im Anschluss. Es ging nicht gegen Penumbra, sondern nur gegen Märchen, die da unterwegs waren. Haben wir alle eliminiert. Teilweise unter Hilfe eines Bogenschützens. Weil wir nicht mehr so viel Level machen wollen. Ich will das nicht machen. Ja Gott, auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft und können weitermachen, weil wir hier noch alles gemacht haben. Das heißt, reden eigentlich macht man hier nie mehr. Also ich mal sagen, ja, wir verlassen Isapolis, liegt Isapolis, yes, und kehren zurück nach Bessek. Genauer gesagt, zum Sanctuary, The Archangel Refuge. Ja, wir haben letztes Mal, wie gesagt, Bestien gemacht, nachdem wir vorher Pukatobi waren. Jetzt geht's weiter mit dem letzten Raum hier, mit der letzten Gegend. Und zwar heißt die Arbiter. Ein paar Mal schon gehabt, aber nochmal zur Erinnerung. Zumhaba, the Archangel's domain, is said to be the origin of all human wisdom and law. He who enters will gain the wisdom to conquer his own race. But will he gain the wisdom to resist? Ja, das ist die große Frage, aber kann uns als Märchen auch egal sein, ob das hier die menschliche Weisheit und Gesetze sind und die Macht, unsere eigene Rasse zu erobern. Ja, das können wir gebrauchen, die Weisheit dagegen zu widerstehen nicht. Also passt alles, würde ich sagen, Arbiter, Texas Pass, yes, los geht's! Ah. The grand banquet should be starting soon. Ja, das große Bankett startet bald. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Das Bankett, glaube ich. Ich heißt Bankett, denke ich mal. Heißt wahrscheinlich auch Bankett. Ich kenne dieses Wort jetzt tatsächlich nicht. Bankett als Englisch, im Englischen. Aber nehme ich einfach mal an, dass es irgendwie Bankett sein könnte. Egal. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. It's a chaos known as the rebirth of Izel. Ja, das wollen wir ja verhindern, ist Chaos, ne? These foolish Majin are drowning in excitement. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. But hope presses on. In the eyes of that chaos, truth might be obtained. Wie sieht denn die Wahrheit aus im Auge dieses Chaoses? Was heißt denn, was ist denn die Wahrheit? Ja, wir werden es auf jeden Fall später erfahren. Würde ich sagen. Wer jetzt direkt weiter losgeht. Hoppla, tut mir leid, hier fahren ein paar Sachen hier runter. Vanquish Enemies, die Ziele ändern sich nicht, weil es das übliche, ja, übliche Gerede von Vanquish Enemies und Defeat aus dem Main Character. Ist aber uns egal, wir machen eh das, was wir 260 Folgen lang gemacht haben. Und zwar deployen den Leuten, ja. Wir fangen hier in der Mitte an, ich gucke mal gleich hier rum, da hat einer hinter uns, sind auch welche. Das heißt, wir haben gleich die Wahl, nach hinten zu gehen. Da würde ich mal sagen, machen wir das auch. Stellen wir uns direkt dahin. Equipment haben wir nicht, Conditions. Die Gegner haben wir hier. 7 Stück warten hier auf uns. Bin gespannt. Gut, gerade angucken. Wir fangen mal jetzt hier an. Haben uns entschieden und haben es zu tun mit einem Exo Machina. Hundbar gegen Schlagwaffen und gegen Wasser, Erde und Wind. In absteigender Rangfolge. Dann haben wir einen Aquila. Verwundbar gegen Dunkelheit und Erde. Klare Sache. Haben wir beides nicht. Das heißt, wir müssen wir auf herkömmliche Art und Weise erledigen. Dann haben wir hier noch ein Urulumen. Der ist verwundbar gegen Schlagwaffen. Haben wir nicht. Wasser haben wir auch nicht. Ja, Erde, Wind und Dunkelheit. Ja, und Dunkelheit haben wir, glaube ich. Ja, müsste Morpheus gut können. Jawohl. Das ist. Was ist das denn hier? Das ist doch ein Zyphantasm. Der ist verwundbar nur gegen gegen Schlagwaffen, hier haben wir aber gar nicht. Können wir nichts mit anfangen, wir müssen den auf herkömmliche Art und Weise erledigen, das heißt mit Hiebwaffen. Dann haben wir hier Volumen derselben. Das ist auch nochmal denselben. Ja. Und noch ein Exo Machina, auch denselben. Ja, so sieht die Lage aus, ich verstehe. Lexikon brauchen wir nicht, also können wir direkt loslegen, Bing the Battle. Jetzt los! Los geht's. This is a waste of time. Ja, deswegen geht das so schnell hier. Treacherous Morpheus! Die! 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 My
meine Güte. Ah, oh Gott. How pathetic. I shall end your lives quickly, fools. Ja, ehrlich. Romans, ja genau, er sieht aus. So, ich werde hier gleich mal... was ich hier mal machen werde. Umba. Machen wir mal hier Malus. Komm her. Exo Machina, ja. Den kriegt er mal einen drauf jetzt hier. Exo Machina. Bam, das war gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. So. Ja, zum Glück greifen die alle gleichzeitig an, das wäre nämlich nicht so gut. So. Fearless Attack. Ah, tut doch weh. Der Nerven. Und der auch, warum wird der schon aktiv? Das war nicht so geplant. Traitor! You will die and become a feast for evil! I don't think so. You will not be forgiven for your betrayal! Ja, ja, ja. I don't have time to play with you, Roman. If you value your lives, then be gone! You are the Roman traitor! Ach du meine Güte, sind die drauf. Ich will ja ein bisschen was an. Ich will ja hier mit ein paar anderen was machen. Ja, ich will nicht so viele Erfahrungspunkte mehr sammeln, ne? Erstmal. So, ja. Ja. Dann wird der schon aktiv. Was soll das denn? Das ist nicht so gut. An diese Glut hier. Das war nicht so schlimm. Dann war es doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, der greift für den an. Wahrscheinlich, weil der schwächer ist. Und ja, mal mit rechnen. Dass der ein bisschen verwundbarer ist. Fearless Attack. Irgendwie so behäbig. Eigentlich hätte ich ihn locker ausweichen können. Aber das hat er überstanden. So. Gut. Wir mit zwei nebeneinander. Das heißt, wir können die beide mit einem... Sucker Spire erwischen. Machen wir mal. Komm her. Da. Dann nehme ich den gleich mal wegräumen hier. Komm her. So, der ist immer weg. So, der kann's gehen. Da war der weg und er hat nicht gewusst, was passiert ist. Da. Okay, jetzt kommt der noch. Der greift wieder ihn an. Aber sollte kein Problem darstellen. Aua, es sei denn, der macht einen Critical. Und das war aber auch nicht schlecht. Ein Counter-Attack war gut. Das war gut. Aber ihn können wir hier schon. Können wir ihn allein lassen? Ich glaube schon. Ah, da war ich so einen Schritt zu weit. Können wir alleine lassen, den Märchen da hinten. Da will ich jetzt hier anziehen. Da stelle ich jetzt mal hier hinter. So, ja, ein bisschen wegräumen hier. Ja. So, und drauf da. Ja, hat er noch überlebt. Aua. Oder ist halt nicht so gut, vielleicht doch nicht. Ich dachte, er würde ihn gleich töten, aber. Hat er nicht so ganz hingehauen, ja? Oh oh. Das macht er ja auch platt, wa? Er lebt noch! Er lebt noch! Er hat es überlebt! I have grown tired of feeding this Libra. Why
Feinde und Gefied essen. Such mindless beasts. Hier eine Hand. Ah, muss ich auch von vorne angreifen, ne? Habe ich noch Stiefwaffen? Nimm das denn was bei dem? Jo, das gut bei dem was. Dann mach ich das mal. Komm her. Das ist die effektivste Waffe. Au. Ich hab ihn kurz wehgetan hier. Oh. Ja, der ist stark verletzt worden. Ist gut. Kann ich da noch hin. Longbow, Longsword. Das war nicht so lange, dass man zwei angreifen konnte, ne? Ja, dann nehmen wir halt den. Kann ich auch jetzt sein. Da, komm her. Komm mal wegräumen hier alle. Bumm, das war nicht sehr effektiv. Ihr wisst, das war ein kleiner Kampf der Giganten hier. Ich hoffe, der kann er jetzt erwischen. Und das war's. Super, danke schön für den Job. Jetzt hast du kann ich nie mehr gebrauchen. Und weg. Kein Problem, würde ich sagen. Aha. So. Und nochmal. Jawohl. Ah, kann ich irgendwas mit Light Attack machen? Oh, das ist auch nicht schlecht. Bevor wir damit abhauen, wollten wir den mal vielleicht mal nehmen, ne? Ja. Mal gucken, was das so bringt. Light Attack, was ich hier gar nicht. Nee, hat nichts gebracht, der Unterschied. Dann kann dieses Regenerate gar nicht mal schlecht sein. Das nehme ich vielleicht mal gleich mal als. Ah, hat er jetzt erwischt. Ja, gut, dann ist er weg. Elixier. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Also, ich sag ja nichts. Da. Gut, dann will ich mal sagen, weiter geht's. Kommen wir nicht mehr dran jetzt, sind wir zu weit weg schon, dann kommen wir nämlich nicht mehr hinterher. Ah, Salber, reicht mir nicht, gut. Haben noch ein paar Züge. So. Ja, ich glaube, ich lasse ihn jetzt mal kommen. Komm her. Ja. Ja, ja, ja. Ja, wieso aufpassen? So. Wenn ich auf jeden Fall mal das sprechen. Dann muss ich dann nämlich schon mal. Der ist noch inaktiv. Was mal geheilt, das ist gar nicht mal wirklich so schlecht. Verwundbar gegen was? Ja, gegen Hiebwaffen. Da habe ich jetzt keine Waffe dafür, da habe ich jetzt keinen falschen Märchen dabei, ne? Ah, naja, nicht so schlimm. Aua! Daneben. Sehr gut. Okay. Ach, komm, ich kann doch. Hab doch eine Waffe. Wie die? Ja, ist doch gut. Das war daneben, das war nicht so gut. What is the relationship between Easel and the Magian? How could you forget such a simple thing? She is the reason for our existence! Ist ja kein Scheiß! So. Nochmal. Von hinten diesmal. Na also, der lebt immer noch. Da gibt es jetzt einen Gegenangriff. Aua.
Ja, muss ich so machen, ist egal. Ich meine, jetzt platt. Und der andere zieht jetzt wieder ab. Hat da nicht mehr gereicht. Den Platz zu machen, naja, gut. Auch nicht schlimm. Ja. Oh, jetzt geht's rüber zur anderen Seite. Und in Sir Phantasm mache ich ein letztes. So. Du hast dein Lock getan. Oh, das funktioniert auch wunderbar. Am Serra, ne? Der Quida. Ne, ich brauche mal einen Serra. Aber noch nicht hier. Noch nicht hier, den brauche ich erst dahin. Mal kurz was schauen. Ja, Stichwaffen, die besten Waffen gegen den. Bis der zurückkommt, das ist gut. Da kann ich mir den anderen Menschen mich losschicken. Wenn wir eben vielleicht so machen können. Naja. So, super. Serra. Ja, der zweite. Stellen wir mal wieder davor, schützend. Schützend davor stellen, wie es sich gehört. Ja, so geht das natürlich auch praktisch. Das ist gar nicht mal so blöd gelaufen. Nehme ich mir gerne mit. So, das war die letzte Runde schon. Jawohl. Blutattacke? Langbogen? Ja, her damit. Komm her. Das soll bringen, keine Ahnung, soll mir auch egal sein, erstmal. War mal daneben, hat sich hingehauen. Have you seen Princess Linage? That falcon? She has already become super evil! A beautiful sacrifice to celebrate her rebirth! She was consumed? Ja, sieht so aus. Nochmal. Ja. Also. Ja. Level up. Ja, Morpheus macht eigentlich gar nichts außer rumstehen und trotzdem kriegt er Erfahrungspunkte. Und ich bin Level 23. Ah, so sieht's aus. So ist das. Oh, nochmal. Ja, genauso viel Schaden wie eben, ist ja klar. Selbe Schadenswerten. Da gibt es keinen Zufall. Nein, da gibt es keinen Zufall. Da gibt es eine Rechenformel für. Aber die weiß ich nicht. Habe ich nie rausgefunden, wirklich. Muss man nämlich auf Acht auf die Stärken einzelnen Leute, wie die effektiv drauf sind, ob die wirklich schwach drauf sind. Also, wie gut die das zaubern können und so weiter. Ja. Ja. Also, auf weg! Found Mage and Kidney! Ja. Kann man so gebrauchen. Und nur noch den einen, ne? Hinten denn. Kann ich was machen? Komm ich da dran? Nee, du halt weg. Aber das nicht. Das bringt euch nichts mit Licht, ne? Das war ziemlich scheiße. Ja, das war die Dunkelheit, was effektiv war. Und nicht das Licht. Licht um Licht zaubern ist ziemlich ungünstig. Hat nicht so was hingehauen, nur wenn man leider sagen. Naja. So. Naja. Du hast nicht das Blatt hier. Jawohl. Und Feuer. Passt schon. Ja, solange er sich um den kümmert, ist auch nicht so schlimm. Das ist auch sehr harmlos.
Er kann alles zu Märchen machen hier. Unser Serra. Ja, noch zweimal. Dass mir auch nichts anderes einfällt. Gut, was soll er machen? Machen großartig. Ich hatte damit keine Angriffe, aber. Das ist wie unkreativ. Das ist eigentlich auch nicht so schwer hier. So, und nochmal. Ach ja, ziemlich unkreativ. Ja, den kann ich eh nicht gebrauchen gegen. Ja. Das hat er jetzt seinen Dingens gesammelt. Gut, dann wollen wir nicht mehr. Das. Ja, hat er es wieder gesammelt. So sieht's aus. Ja, gut. Dann nochmal. Ja. Okay, jetzt sind wir wieder ein paar Märchen drum. Mal gucken, was haben wir hier noch? Ein Sky Toddy da zum Beispiel. So. Die kann man sicherlich da hinstellen, das ist gar nicht mal schlecht. Ach, was ja, Mann, was die labern kann. Ja, genau, das ist unser. Das sieht richtig gefärbt aus. Oh, wie komisch mit den Farben. Weil wenn man die normal ruft, sieht die nicht anders gefärbt. Ne? Wo will der denn eigentlich hin? Der Nerven, ey. Haut einfach ab. So, das nehme ich dahin und ich krieg noch einen Meldung raus. Oh ja, was haben wir hier noch? Chiroptera. So. Wollen wir auch mal was probieren, tatsächlich? Nehmen wir mal daneben. Kann ich jetzt eigentlich schon den Kombo-Befehl nehmen? Warte, ich muss noch abwarten, glaube ich. Und den nehme ich erstmal. Ja, ich heiße nicht, ich habe aber irgendwas anderes, wenn ich identifizieren kann. Aua. Wo will der eigentlich hin? Na super, jetzt hat er sich quasi in die Sackgasse begeben. Und drauf. Ja. Also die ein bisschen Sackgasse begeben, würde ich sagen, ne? Kommt dann nämlich nirgends mehr hin. So, jetzt versuchen wir mal eine Kombo zu starten hier. Ob das irgendwie funktioniert, weiß ich nicht. Aha. So, Leads. Kombo geht nicht. Warum geht hier keine Kombo? Warum kann ich keine Kombo befehlen? Ich weiß es nicht. Ist ein blöd, aber geht halt nicht. Ja, dann geht's halt nicht. Kann ich nur so angreifen. Das ist natürlich ein blöd, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ich dachte, man könnte mit zwei Märchen angreifen, mit einem geht es mir nicht, aber das ist zumindest gedacht. Also mit zwei, was ist denn das hier? Dark Element, das klingt gar nicht mehr so blöd, machen wir mal. Naja, aber bei dem bringt mir sowieso nicht so viel, ne? 104, naja. Grind Attack. Ja, komm her. Ja, und die sind abgezogen. Ist doch gut. Mieters 4. Aber nicht selektiv. So, was haben wir hier noch? Können wir auch noch absorben. Aber das war mit dem letzten schon. Glaube ich. Nee, er lebt immer noch. Aber hilft mir ja nicht. Weil jetzt platt gemacht wird. Ah, grab mal an. Das war's dann. Kein Problem. Bumm, das war's. Das war's. Miserable Runs. Ja, absolut miserabel sind die, tatsächlich. Jetzt leer. Gut. Was haben wir hier gesammelt? Hier haben wir ein Geld, wofür wir das brauchen. Um es eigentlich zu kaufen, tatsächlich, aber. Wir haben ja eine gute Gruppe, würde ich meinen. Ne? Ich kann da gut funktionieren. Funktionieren. So, Total Experience. So. Ja.
Hurry up and show yourself. Let's get this over with quick. Traitor, prepare to be judged. Ah, da scheint es einen Boss zu geben. Na, Lielo, Luxafe. I am Luxafe. Morpheus, it has been a long time, indeed. But now, you must pay for your treachery. You dare to oppose me? Lacht sie mir auch kaputt. Why have you betrayed your own kind? I don't recall ever having allegiance to you. Why do you side with the Forzen? I have no allegiance to them, Isa. I do as I please. I will not be fooled by the delusions of Isel. Ja, genau sieht's aus. Das machen wir entsprechend dann auch beim nächsten Mal. Da werden wir uns Luxafe zuwenden und die platt machen. Im Idealfall. Also, ja, würde ich mal sagen, sprechen wir ab und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Denkt immer an die Kommentare, an die Bewertungen und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.